Alex, darf ich mich setzen? Oh, du siehst auch schon ein bisschen genervt aus. Ich weiß nicht, Lisa, hast du deine Meinung geändert? Ja, dachte ich mir. Mein Treffen mit der Bürgermeisterin. Können wir reden? Nur ein paar Minuten. Sorry. Aber warte, habe ich das auf der 7? Nein, das ist nicht das, was ich machen wollte. Warte, ich glaube, ich habe es auf die 2 gebracht. Sorry. Sorry. Gerade echt keine Zeit. Ich mache mich gleich auf den Weg zu einem Dungeon, solange ich noch kann. Bevor du uns das alles wegnimmst. Meld dich, wenn du wieder zur Vernunft gekommen bist. Bam! Freundschaft erhöht! Ne? Oh. Ja, guten Morgen! Wer ist bereit für das allerbeste Frühstück aller Zeiten? Wir werden es mit Benedikt, die deine Tiefe heute Hans zeigen lassen. Oder willst du lieber mit deinem speziellen Müsli deine Tiefe erhöhen? Müsli! Großer Tag heute! Was hast du denn vor? Das ist eine gute Frage. Die Schredderanlage wäre interessant. Oder... der verschneite Gipfel. Prost, ja. Ist schon ein bisschen albern. Was? Das mag ich bei Filmen auch nicht. Da versteht man sich gut. Ein Ding passiert und alle hassen sich. Ja, wenn fordere ich mich bei aus, muss ich schon was krasses sein, damit ich ihn ditchen würde. Spanisch. Wo wollen wir hin? Zum Kolmstein oder zum Hinter... Naja, nicht Hinterwald. Doberkogel oder Kolmsteuer? Irgendwie wäre ich eher für Kolmstein. Einfach damit wir vom Doberkogel noch was übrig haben. Ob zum Stor. Schwupp. Einmal vorgespult. So. Wo ist jetzt hier auf der Map ein Tentakel? Hier ist ein Tentakel erschienen. Würde ich fast sagen. Gehen wir da mal hin, ne? Moment, in welche Richtung müssen wir? Links runter. Hier sind Ase. Warum schwebt da ein Einhorn? Warum tut das nur mir weh? Alter! Ding hier aufladen. Was ist mit dir? Meine Hütte werden Snacks verkauft. Ja, danke schön. Oh. Die nehme ich mit. Ich glaube aber nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, wir müssen eigentlich mit dem Helikopter fliegen. Na, ist schon mies, ne? Bevor dich die Bürgermeisterin weckt, ist ja... Die ist ja eine richtige Bitch, ne? Geldgeile. Ja, ich will jetzt kein Wort sagen, was mich mal vielleicht in die Schwierigkeiten bringt. Können wir
Das einfach hier so auf den... Nein, können wir nicht. Eishöhle. Ein neuer Dungeon. Ja, mal gucken. Also wir treffen ihn zwar, aber... Das sah auch kurz nach so einem Fake-Heini aus, ne? Böse Frau. Extrem böse Frau. Komm schon! Komm schon! Nimm dir davon eine extra Portion! Oh, ich hasse das! Das passiert ständig bei dem Viech. Das Miese ist, ja. Das letzte Ding. Oh ja! Aber das war das letzte Ding. Wie, du feuerst mir jetzt eine in die Phrasen rein. Ha! Ah ne, das ist der verschneite Gipfel. Ja, wir sind ja richtig... Dachte aber den Satz auch schon beenden, ne? Was? Was? Man kann hier nicht hochklettern. Dann nehmen wir die Leiter. Auch stark, ne? Gipfel und verschneiter Gipfel. Gucken mal, ob man davon. Ja, nicht klar. Davon. Draußen rum. Hier ist eine verschlossene Truhe. Stark. Resonanzpanzerweste. Und wir können auch. Oh, das ist der gleiche Weg. Lass mal gucken, was hier abgeht. Okay, die Verbindungsbrücke ist da. Das ist der Basiliskenhorst. Nö, danke. Auf Akku, da zieht YouTube, GPU-Unterstützer-Player. Ja, macht gut. Was haben wir gerade gefunden? Ah, die neue Resonanzpanzerweste, ne? So schade, dass sie da nicht anders aussieht. Das Schwert ist cool, dass es anders ist, ne? Ja, bei der Kiste da links müssen wir mal gucken. Absolute Hitze. Mhm. In der Eishöhle, geht klar. Die riesigen Schneeflocken. Und ja, ich werde immer noch jedes Mal dahinter gucken. Thank you.
Plattformen mal wieder. Okay, was gibt's hier? Scheinbar nichts von Belang. Noch nicht. Alter, von hier sind wir reingekommen. Ach du Sch... Vielleicht habe ich da einfach einen Teil übersehen. Können wir irgendwas... Also die Teile habe ich schon mal übersehen, ja. Hier unten? Ach, hier unten ist was. Ach Gott. Ich bin auch maximal überfordert hier. Kaum im Dungeon. Also das hier wird wahrscheinlich, ne? Könnt ihr mir vorstellen, dass das hier die Münze wird. Da habe ich jetzt hiermit vielleicht auch... Nein, die Zacken sind immer noch da. Aber das ist das Einzige, was ich abballern kann, ne? Und das hier ist aktiviert worden. Das geht hier oben rein. Und geht hier drüben weiter. Aber wie komme ich denn... Also wenn ich von außen da rankommen sollte, ist das ja hier drüben. Aber da gibt's... Nee. Okay. Dann erstmal das. Brücke gewesen, die jetzt nicht mehr da ist. Oh Mann. Oh, 5000 HBs. Ja, so kompliziert ist es dann auch nicht, wenn man da mal weiß, was los ist, ne? Ich drehe übrigens da gar nichts an der Kamera gerade. Hat sich jemand wundert, warum hier jemand die Kamera so rumrödeln würde. Das ist noch nicht wirklich typisch. Also, Kampfarena, okay. Schöne Skills. Krasser Schaden. Noch was? Nein.
nicht mal die Rüstungen verbessern. Hm. Aber dafür brauchen wir erstmal die dritte Unterschrift, ne? Down, aber die ist online. Moment. Das switcht nur zwischen den beiden. Okay, die. Die bleibt offline. Wo muss ich denn da hinballern, um die hinzukriegen? Okay. Das ist so ein Extra-Schalter, ja? Nein. Doch. Absoluter Brainfuck, ich liebe es. Kiste gesehen, ne? Niederschlagschaden, den haben wir, glaube ich, schon. Ich wollte eigentlich nicht nach oben. Ich wollte sagen, so Schieberätsel mit Eis sind da teilweise oder öfter mal so richtig problematisch. Aber das war jetzt... Okay, das war die Nase vom Schneemann. Gut. Oh Gott, genau sowas liebe ich ja. Erstmal gucken. Also er muss hier landen, ja? Ja, dann... Muss er... Hier dagegen. Irgendwie. Ah, warte mal. Also er muss hier rein und dann von... Oh, wir schieben einfach mal, komm. Was soll schon passieren? Ja, also wenn ich das sogar First Try hinkriege, dann ist das wirklich nicht das Allerschwierigste. Dachte ich eigentlich, hier geht's gleich wieder zur Sache. Ah ja, die Kiste hier oben haben wir gesehen. In den Rücken fallen? Angriffe von hinten machen mehr Schaden oder was ist das? Von hinten ist stark erhöht. Ja, müssen wir mal so ein bisschen schrumpfen, das Zeug, ne? Jedes Mal reißt sich da so ein bisschen.
Der hat keine Schockwelle ausgelöst beim Sterben. Aha. Okay, wohin sollen wir jetzt? Da unten sind ein paar Items. Und dann geht es nicht weiter. Ja, dann machen wir das erstmal. Aber gibt's hier was zum Ballern? Irgendwas aktivieren oder so? Nicht wirklich. Dass es so finden soll, ne? Ah ja, das hier ist zur Kiste. Auch relativ easy peasy. Und da ist wirklich die Mütze drin. Halt, stopp, von hier sind wir gekommen, oder? Nee. Nee. Das ist ein Wegstein. Ja, schön. Dann geht das ja hier noch ordentlich weiter. Oh nein. Ich hasse den Kollegen da hinten. Ah, ich komme bis aber da nicht so wirklich hin, ne? Aber das hätte ich vielleicht machen sollen, nachdem ich das aufhebe. Ich bin getroffen worden, stark. Habe ich gut gemacht. Nicht gut. Ich bin einfach rausgekommen, weil die Gegner platt waren. Gar nicht so eifrig suchen, ne? Wir haben unsere Münze, das heißt, wir können einfach eigentlich abdüsen. Hier sind Sachen zum Runterschneiden. Die Dungeons werden ja riesig. Von der anderen Seite oder warum? Ja, okay. Immerhin die HBs mitgenommen. Wow, haben sie extra eine Sprungschanze hingebaut und du kannst da nicht drüber jumpen? Schwach. Oh no. Oh.
zumindest mal so ein bisschen abschießen, die Kollegen. Oh ja, gib mir das Ding. Wusch! Hallo! Ich bin zwar nicht so in Nöten bezüglich Hinterbombs, aber der hat mir auf jeden Fall einen krassen Bullet Time gegeben, ne? Jo, stark. Da sind aber echt viele HBs fallen gelassen worden. Sheesh. War das die letzte Herausforderung von Stempeln? Ich glaube, das Spiel will noch ein bisschen. Ich glaube, der Dungeon hat noch nicht genug. Ja, wobei. Ja, hier nochmal Schieberätsel. Ich muss sagen, mit was schiebe ich hier? Ja gut, das ist kein Schieberätsel. Was ist mit dir? Moment, kann ich den schieben? Und ich habe das Ding hier. Alter Lachs. Okay, jetzt wird's. Au. Oh, ich hätte das erst einfach rechts schieben sollen oder so. Jetzt wird's schon so ein bisschen kompliziert, ne? Ich weiß halt eben auch nicht. Wofür soll ich das Ding hier brauchen? Da hinten jetzt eigentlich nur im Dreieck schieben. Also der muss auf jeden Fall weiter da nach hinten. Schauen wir mal, also. Wie würde es dann hier hinten? Den Schuss auf jeden Fall ablenken. Okay. Das heißt jetzt auch, der Kollege hier. Nicht hoch. Da war ein Fuß auch so vom Schnee irgendwie auf das Ding übergegangen. Auch nicht schlecht. Habe ich den zu früh dahin gemacht? Höchstwahrscheinlich, ne? Ja, also. Okay. Packen wir den erstmal hier. Ich voll Idiot! Ah, scheiße. Es tut mir schon fast leid, wenn man sich das angucken muss, aber ich muss das spielen. Also von daher habe ich es, glaube ich, ein bisschen schlechter getroffen. Also erstmal das Podest in die Mitte ballern. Zumindest vorbereiten, dass das in die Mitte kann. Erreichen wir
wenn der hier weg ist. Okay. Passt. Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Dann einfach nach links und alles ist easy peasy gut. Und jetzt bloß nicht das Ding falsch schieben. Oh. Vielleicht ist das doch noch nicht so easy peasy gut. Wir hätten den hier dran. Na wo? Wir probieren es einfach. Wird schon passen. Nein. Ach komm schon. Gute Frau. Heißt das, du... Ich werde hier noch wahnsinnig. Ich kann ihn auch schieben, ne? Von hier? Ja. Dann machen wir es halt eben so. Den auch noch da dran und dann ist das wenigstens in der Mitte. Ich hab's vorhin gesagt, ich hasse solche Schieberätsel. Was heißt, ich hasse sie? Na, es geht schon, ne? Also es gibt welche da. Also das ist ein gutes Schieberätsel, weil du da nicht irgendwie frustriert bist oder so. Man kommt auf den Weg. Ja, aber so. Wehe, das ist jetzt nicht die Lösung, die wir haben. Ja, okay. Halt mich fest. Ich finde das mit dem Schneemann in den Schwänern ist schnieke. Das gefällt mir. Warum hast du da unten? Oh. Cool. Auch mal so random noch so ein weiteres Element hier reingedüdelt. Was passiert hier? Nicht hier durch? Nee, ne? Jetzt kann ich den hier drüben irgendwo einsetzen. Mhm. Also wenn wir mal irgendein Zelda spielen sollen, gib Bescheid, dann machen wir das. Jetzt habe ich hier Zeit
begrenzte Chance. War das nötig? Ich weiß ja nicht, ob das so nötig war. Schmetterling. Alter, wieso bin ich denn nicht so... Boah, bin absolut nicht weit weggekommen mit dem Sprung. Oh! Geräusche kommen aus meinem Mund. Sind wir jetzt ganz oben, ja? Ich glaube schon, dass jetzt nichts mehr kommt. Wie umständlich, ey. Cash rum, na. Oh, jeder. Mehr AL-Schaden, auch interessant. Ja, da ist er komplett. Bodyblade 7000. Ja, moin. Moment. Ist das das, was wir auch gekauft haben für teuer Geld? Nee, ich glaube, das war Bunnyblade 5000 hatten wir. Ja, euer Resonanzschwert ist unschlagbar, wenn du die Werte hast, ne? Und mit Münze. Schneegarino. Ich werde da mal das Suntory noch was anderes einmischen, auch wenn die Dose fucking 3 Euro kostet. So. Ey, dich brauche ich eigentlich. Oh, hallo. Ach, Samkehle hieß der, ne? Hatte so viel Spaß letztens, wenn ich sowas doch nur öfter machen könnte. Im Moment habe ich jeden Abend total viele Interviewtermine. Ich wohne praktisch in der Bar vom Grand Hotel. Schau doch mal vorbei, also wenn sie dich reinlassen. Ja, würde ich eigentlich schon gerne endlich mal machen, ne? Das Grand Hotel. Ich glaube, da kommst du hier am besten hin. Hello? Waren wir da schon mal drin? Nee, ne? Gar nicht.
weiß gar nicht, ob man da überhaupt rein konnte. Oh. Hi, tschüss. Ist der Abend genehm, ne Frau? Bitte geben Sie mir eine Sekunde, damit ich die Getränke für diese Gäste dort zubereiten kann. Ja, ich wollte eigentlich... Hast du das arrangiert? Wolltest du mit uns reden? Wo ist Samkele? Oder ist das hier nicht das Grand Hotel? Das ist das Grand Hotel. Verarscht er uns nur? Das ist das Grand Hotel. Aber Samkele ist am Lagerfeuer. Mann! Ich brauche den aber einzeln. Ach, verdammt mich doch. Ah, das ist testweise ein Foto gemacht, ja, stimmt. Schnellere Beziehungsverbesserung mit Alex wäre aber auch interessant, ne? Ja, mit Hannah. Kann ich mit Hannah Zeit verbringen, obwohl wir die Unterschriften noch nicht haben? Amulettplätze wäre auch gut. Ja, lass mal gucken, ob Hannah mit uns Zeit verbringen möchte. Hey! Damen in den Salatis, mir ist es wirklich schlimm. Luisa, hast du die Unterschriften? Sorry, hab das noch nicht. Hoffentlich hast du recht. Kann ich was für dich tun? Schwert verzaubern? Du brauchst einfach ruhigen Schlaf hier. Danke? Mann, wir können mit ihr nichts machen, so langsam Kehle hier, endlich mit uns spricht, ne? Gefühlt. Frick. Ist das ärgerlich. Okay, dann suchen wir mal Alex auf der Map. Und eventuell Kai. Alex ist... nicht da. Nö, und Kai ist... ah ja, beim Kaffee. Hey, Kai! Hola, Piefke! Ah, was ist daran so schwer zu verstehen? Bestie, du hast doch gesagt, hier gibt's Kaffee. Ich bin süchtig nach Kaffee, also gib mir welchen. Einen großen Avocado Kopi Luwax Lushi mit 3 Espresso-Shots. Bitte, 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 die werden das Sahnehäubchen. Oh, krasse Idee. Das Sahnehäubchen. Mach doch bitte Sahne noch drauf, ja? Das wäre sick. Sie sehen doch sicher die Getränkekarte, die da auf dem Tisch liegt. Suchen Sie sich etwas davon aus. Ich bin dann in 10 Minuten wieder bei Ihnen. Wow, 10 Minuten ist aber krass, zum Ausmachen. Ja, okay. Digga! Digga! Der Tag heute stinkt wie alter Joghurt. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, hey Süßer, heute absolvierst du einen Dungeon. Aber falsch gedacht, Karl ist krank, mein Spotter. Hast du schon mal einen Dungeon ohne Spotter versucht? Geht echt nicht klar. Hey, kannst du dich setzen? Dann redet sich tausendmal leichter. Ja. Zeit mit Kai. Geben wir mal ein Geschenk. Den Hut. Wow, wusstest du, dass mir genau das im Leben fehlt? Bitte setz ihn auf. Hier, vielleicht fehlt ja das hier. Ah ja. Hab den Hut auf, hab den Hut. Er hat den Hut nicht auf. Schade, wir sitzen aber gut weit weg von ihm, ne? Sicher ist sicher.
Ich verstehe die Leute hier einfach nicht, weißt du? Die Kellnerin gerade hat so getan, als hätte sie keine Ahnung, wer ich bin. Eingebildeter Piefke, ey. Wir sind mal nett zu ihnen. Vielleicht ist sie nervös und gibt sich abweisend. Du weißt schon, wegen der Regeln hier im Café oder so. Manche Leute geben sich in so einer Situation einfach ganz cool. Ja, stimmt, das macht Sinn. Total state-mäßig viel Sinn. Er ist so weird. Dann muss ich einfach mitspielen, oder? Hattest du schon mal einen schlechten Tag? Ich glaube, ich habe gerade einen. Das ist echt das Letzte. Was ist mit dem Die-Ritter-Programm? Du weißt schon, immer einen Notfallplan haben? Kaffee trinken war mein Notfallplan. Kaffee ist quasi mein Seelenverwandter, aber natürlich habe ich Pech. Ihnen sind die Avocados ausgegangen. Wenn ich nicht gut drauf bin. Okay, ich boxe, rede nicht mit Freunden. Es tut gut, wenn man sich ab und zu mal richtig auskotzen kann. Auch wenn meine Mitbewohnerin Carol nach 2 Minuten anfängt, nur über sich selbst zu reden. Ach, meine Freundin ist meistens im Party-Modus. Da kann ich nicht plötzlich der Silberfisch in der Badewanne sein, falls du verstehst, was ich meine. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du mich aus diesem Tief rausholen kannst. Das wäre einfach eine zu epische Quest. Tut mir leid, Bestie. Bestie. Oder meint ihr Bestie? Ach, manchmal scheitern wir eben, aber das ist auch okay. Akzeptiere es einfach, ja. Du bist so arrogant. Machst mich echt sprachlos. Versuch doch mal die Situation von außen zu betrachten. Du regst dich über Nichtigkeiten auf. Weißt du, manche Leute fühlen einfach unglaublich intensiv. Wir können nichts dafür. Das ist, als würde man in einem Meer aus Gefühlen ertrinken. Und zwar 24/7. Ich weiß ganz genau, was du dir jetzt denkst. Eidechslein. Typisch Zwilling. Aber ich schwöre, das ist nur die halbe Wahrheit. Und den Leuten ist das nicht mal bewusst, Bienchen. Nicht mal im Stream. Du Ärmster. Keiner deiner Follower versteht dich? Das muss schrecklich sein. Ja, normalerweise bin ich glücklich wie ein Fisch im Wasserpark, aber wenn mich mal was runterzieht, wird's hart. Und jetzt habe ich nicht mal die Kamera für irgendwas von all dem mitlaufen lassen. Das wäre spitzmäßiges Material und ich vergesse es einfach. Hier diese... Daran bist aber du schuld. Soll keine Kritik sein. Ist nur eine Tatsache. Wie ist er denn drauf? Du hast irgendwie eine krasse Anziehungskraft auf mich. Wie diese japanischen Staubsauger, die wissen, welche Musik dir gefällt. Und wenn ich mit dir rede, fühle ich mich gleich weniger angestaubt. Vielleicht lässt sich dieser Tag noch retten. Ich glaube, ich gehe in die Krampusbar. Aber wir sollten das wiederholen. Mit dir abzeigen ist echt sick. Komm, Transition. Keine Transition. Oh, come on. Du Saftsack. Typisch Piefke. Dachte, wir sind jetzt Best Friends. War ein langer Tag, ja. Einiges geholt, aber... Wir schlafen jetzt einfach mal, komm. Die anderen Werte werden von alleine noch voll hochgehen, aber so richtig durch die Decke gehen.